Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute gibt's ein paar Eindrücke von Annas Geburtstag, vom Kindertag, was wir mit Tommy getrieben haben. Und dann haben wir ganz tolle Freunde kennengelernt, ne? Die Lena und der Jens, und wir haben gemeinsam gekocht. Da gibt's eine russische Spezialität, das habe ich einfach mal mitlaufen lassen. Also bleibt dran, schaut's euch an, viel Spaß dabei. Bis später. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Willkommen zurück, und hier seht ihr schon mal die Vorbereitung für Annas Geburtstag. Die hat Anna selber gemacht und ja, das war schon ganz schön aufwendig. Sie hat zwei Salate vorbereitet. Einer ist mit Hering, Mayonnaise, gekochten Möhren, rote Beete, Kartoffeln, ganz, ganz viele Schichten. Und wo das fertig war, sah das schon aus wie eine Torte. Ja, das war der erste Salat, und der zweite Salat, für die, die keinen Fisch mögen, da gab es irgendwas mit Hühnchenfleisch. War auch sehr lecker. Also, oh, ja, wenn ihr mal mehr darüber wissen wollt, machen wir euch gern das Rezept da rein. Ne? Und im Anschluss sind wir dann mit Tommy auf das Kinderfest gegangen. Das war ganz in der Nähe. Wir haben gewusst, da sind Hüpfburgen aufgebaut. Ja, da wissen wir natürlich, dass das Tommy riesig gefällt, dass er Spaß daran hat, dass ihm das Freude macht. Und was gibt's Schöneres, als zum Kindertag Spaß zu haben? Wir schauen natürlich, dass Tommy jeden Tag Spaß hat. Ja, ne? Aber jetzt, wo es zu selten in die Schule geht, also diese Woche ist wieder mal ausgefallen. Die Lehrerin, die auf ihn aufpassen sollte, war krank. Aber wir haben mittlerweile schon die Nachricht, dass es dann am Montag wieder für ihn losgeht. Ne? Montag und Mittwoch kann er wieder in die Schule. Ja. Kindertag hat uns gefallen. Es war hervorragend, tolles Wetter, nicht so viele Leute. War einfach schön. Jetzt gibt es ein paar kleine Eindrücke vom Essen, von Annas Geburtstagsfeier. Wir haben jetzt überhaupt nicht viel aufgenommen, uns ging es überhaupt nicht gut. Wir waren mal wieder krank, hatten alle drei Husten und so ein bisschen Fieber, aber trotzdem haben wir den Geburtstag irgendwie durchgezogen. Es war schön, das nächste Mal kommt einfach mehr Videomaterial. Ne? Und hier ein paar Eindrücke von dem Essen mit unseren Freunden. Das war so lecker. Ich kann es jetzt gar nicht aussprechen. So was Ähnliches wie Pelmeni. Ich schreibe es euch in die Beschreibung. Ne? Was meinst du, Anja? Große oder kleine? Große. Okay. Große. Ist nicht so viel Arbeit. Aber Lena, was ist denn jetzt in dem Kartoffelbrei alles drin? Im Kartoffelbrei Salz, Pfeffer, Muskat, Butter, leckere angebratene Zwiebelchen und Hüttenkäse. Ah, das ist das Weiße, okay. Hast du beide verarbeitet? Ja. Das nimmst du weiter, ne? Das
Ist das jetzt Pelmeni oder Pirogen? Die Polen sagen Pirogen. Ja. Die Russen sagen Wareniki. Wareniki. Die Füllung unterscheidet sich von Region zu Region und vom Geschmack. Die Kinder lieben mit Kirschen, mit Himbeeren, mit Johannisbeeren, mit Trockenobst gibt es sogar auch. Mhm. In bestimmten Regionen tut man Sauerkraut rein. Aber gemeinsam hat es, dass das alles mit Schmand gegessen wird. Okay. Also ich glaube, die Variante habe ich noch nie gegessen. Wie du, man kann auch Muster kleben, aber wir machen das ohne Muster. Oh weh. Oh weh. So, zweit. Eine, einmal in eine Richtung. So, legst du das auf die Hand. Und damit Füllung nicht in die Stelle kommt, wo du es zusammen machst, erstmal machst du in die Mitte. Ja. Und dann gehst du einfach schön fest mit dem Finger. Deine sehen schöner aus. Ja, und dann gehst du in die andere Richtung. Also, ja, es gibt Frauen, die machen richtige Kunstwerke. Meine schmecken. Ist das okay? Super. Muss mal gucken, ja, dass bisschen mit der Füllung, ne? Und da gehst du in diese Richtung und drückst du so ein bisschen, guck, ein bisschen so, ja genau, ein bisschen Füllung. Die werden aufgehen. Wenn die Füllung dazwischen geht, okay. Und dann nicht zu viel, so. Also die aufgehen, die müssen wir essen. Das ist ein bisschen zu wenig. Kann man noch was dazu machen? Man kann auch das Ganze mit der Gabel zusammendrücken. Das kann ich auch. Selbst die Männer probieren es. Sieht zwar nicht so schön aus bei mir, aber ich finde. Die sind wunderschön. Fester machen. Nicht mit den Nägeln. Aber deiner schmeckt besonders gut. Ich bin ja richtig froh, ich werde nicht ganz so kritisiert. Ich bin immer so, ich muss das so hinlegen, dass mir drauf passt. Ich, ich finde das gar nicht so einfach. Naja. Perfekt, super. Ich habe etwas wenig Füllung drauf gemacht. Aber da sieht man mal, wie viel Arbeit das ist. Wenn wenig Füllung drauf ist, dann rutscht es wenigstens nicht in meine Kleber. Merkst du, wie schnell der Teig trocken wird? Jetzt sehen wir, dass wir selbst als Camper, ne, so hochqualitative Produkte kreieren und lagern können. Ja, jetzt müssen wir erstmal machen. Und das ist fast schon Gruppentherapie. Ja. Schaut mal, die Männer, die fangen auch schon an, sich zu probieren. Es wird besser und besser. Und naja, ein gutes Bierchen gehört natürlich auch dazu. Prost. Und hier drüben, oh, ne, das ist doch phänomenal hier. Das ist reine Akkordarbeit. Ja. Wir halten jetzt. Vormachen, erklären, nachmachen, üben. Das ist aber eine gute Antwort war das. Hat's gesessen. Damit die Kontakte gesünder werden. Und ein bisschen länger leben. Haare. Ja, das ist aber da haben wir zu viel versucht. Der ist zu klein geworden. Jetzt müssen die beiden uns schon morgen früh verlassen. Na ja, wie soll ich sagen, wir. Da kennt man noch. Weil die sind so menschenbezogen. Ach, morgen, Vater. Ja. Dann müsstest du deiner Mutti aber Bescheid sagen. Dann musst du, wenn du sagst, wir machen das, dann machen wir das. Was Schatzchen? Wo wir gepackt haben, ne? Dann gehen jetzt immer rein, raus, rein, raus. Also wir müssen dann die essen, die aufgehen. Rein, wir reden das ab. Das ist wichtig. Du kannst hier mit dem Finger, guck, mit dem Finger. Weißt du, was und die Lenitsch gesagt, das ist nicht so wenig Füllung. Ne, eine Hitsche. Na klar. So ein Hocker. Fußbank, ja. Fußbank, ja. Hast du Hunger? Ach, Hitsche. Hitsche. Hat meine Oma so gesagt, Hitsche. Ja. Weißt du? Mit dem Finger.
damit es nicht in die... Und immer wieder kannst du Finger in Mehl machen, weißt du? Sonst kleben sie nicht. Da müssen wir so machen, dass wir vielleicht noch ein paar hinkriegen. Ja. Weißt du, was am besten schmeckt? Was? Morgen schmecken sie am besten, wenn sie angebraten werden. Dann bleibe ich gleich mal sitzen bis morgen. Und Butter noch mal angebraten. Und Butter? Mhm.